Bildschirmaufzeichnung und gleichzeitig die Webcam nutzen, um sich selber aufzuzeichnen? Diese Frage habe ich von einem Kunden bekommen. Wie kann ich es einfach machen, dass ich meinen Bildschirm aufzeichne, weil er möchte gerne seine Webseite erklären und gleichzeitig sich mit dem Laptop aufzunehmen? Ja, und es gibt verschiedene Lösungen dafür und natürlich gibt es eine Lösung, die heißt OBS. Da haben gleich meine Kollegen hier im Büro gesagt, das kann man über OBS lösen. Aber es gibt auch Leute, die kein OBS haben und sich nicht mit OBS beschäftigen. Und ich möchte euch heute eine Lösung zeigen, die relativ einfach ist, die simpel ist und die für alle Leute leicht verwendbar ist. Und es geht nur, möchte ich vorher sagen, mit Windows-Computern. Mit Apple kenne ich mich nicht aus. Müsste eigentlich auch mit Apple gehen, aber da kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus. Ihr könnt es auch in die Kommentare dazu zuschreiben, wenn die Lösung auch mit Apple möglich ist. Und zwar gibt es dafür zwei Schritte. Also die Aufgabe ist, sich selber aufzunehmen über die Webcam und der zweite Schritt ist, auf sich aufzunehmen, was ich auf dem Bildschirm mache. Und da nutzen wir jetzt einen Trick dafür oder habe ich den Kunden einen Trick vorgeschlagen. Und zwar habe ich gesagt, das erste ist, wir nehmen über Zoom das Ganze auf, nämlich sich selber auf. Man macht eine Session mit sich selber, ich zeige es euch gleich. Und das zweite ist, mit der Windows-Bildschirmaufzeichnung, die es eingebaut gibt, dann gleichzeitig aufnehmen, was wir auf dem Bildschirm machen. Und das Ganze möchte ich euch mal zeigen, wie das jetzt praktisch aussieht. Das erste ist, wir öffnen unseren Zoom-Account. In dem Fall ist der jetzt hier, jetzt wollen wir hier die ganze Geschichte. Und wir sagen, wir starten ein persönliches Meeting. So, und da müsstet ihr jetzt gleich mich sehen. Ups, jetzt seht ihr mich nicht, aber ich muss die Webcam natürlich noch einschalten, das Video starten. So, sehe ich ein bisschen, naja, gut, okay. Sehe ich ein bisschen links aus und dann kann ich mich groß machen und kann jetzt hier im ersten Schritt auf Aufnahme gehen. Ich gucke jetzt mal hier unten rein, weil ihr auch diesen Bildschirm, glaube ich, habt, am Audio teilnehmen, natürlich. Das habe ich jetzt glattweg vergessen gehabt. Und, Recording in progress. So, Recording in progress. Jetzt werde ich also aufgenommen und jetzt läuft hier oben die Aufzeichnung. Im zweiten Schritt war die Anforderung, wie kriegen wir es hin, dass wir gleichzeitig was erklären können an der Webseite. Das heißt, wir gehen dann auf diese Webseite, nehmen wir mal jetzt unseren YouTube-Kanal und gehen auf die Windows-Taste G. Dann öffnet sich dieses Menüfeld und dort kann man hier das Aufzeichnen sehen und dort kann ich die Aufzeichnung starten. Jetzt läuft hier oben die Aufzeichnung und jetzt kann ich wieder Steuerung G machen und nicht Steuerung G, Windows-Taste G und jetzt ist es hier weg und jetzt seht ihr hier an der Stelle, es zeichnet das auf, was ich tue. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen, kann also ein bisschen rumspielen, kann dazu was erklären. Und wenn ich das Ganze jetzt beende, dann kann ich wieder auf Stopp gehen hier, gehe auch in dem Fall zum Zoom-Meeting, sage erstens die Aufzeichnung beenden, zweitens sage ich das Meeting beenden. Und dann kann ich das Ganze verwenden. Und wir machen jetzt einen ganz kleinen winzigen Cut an dieser Stelle, weil ich bereite es jetzt nur vor und ich möchte euch dann im EDIUS-Programm ganz, ganz kurz beide Elemente zeigen, die ich aufgenommen habe. So, jetzt bin ich wieder da und jetzt habe ich das EDIUS-Schnittprogramm geöffnet. Ihr könnt natürlich alle anderen Schnittprogramme dazu auch verwenden. Ich möchte euch nur noch zeigen, wie es dann weitergehen würde an dieser Stelle. Und zwar habe ich jetzt mal hier schon vorbereitet eine Color-Matte. Die habe ich jetzt mit einer hässlichen oder vielleicht auch nicht so hässlichen, ja, grün oder was auch immer das da ist, gelegt. Und jetzt kann ich hier den Zoom reinziehen. Und da müsstet ihr jetzt mich sehen. So, das kann ich dann ein bisschen kleiner machen, dass man das dann so hat, dass man mich zum Beispiel dann nur so sieht. Oder vielleicht noch kleiner. Und dann das andere ist, dass ich dann das, was ich getan habe, auch noch mit hinziehe. Das ist jetzt nur so lang. Und das kann ich dann auch kleiner machen, wenn ich möchte, damit man vielleicht uns beides nur sieht oder überlappend das Ganze sieht. Die Bildschirmaufzeichnung, das heißt, die könnte ich jetzt hier hinpacken. Und dann müsste ich nur noch beides synchronisieren. Spannend ist für uns, dass es wären beide Tonquellen, es nimmt beide Aufzeichnungsformen, nehmen die Sprachen mit auf, sowohl die Windows-Aufzeichnung als auch das Zoom. Hatte mich ein bisschen gewundert, ich hatte vorher überlegt, ob vielleicht nur eins aufzeichnet, weil Windows hat sich ja immer, wenn ein Element für was anderem verwendet wird. Und jetzt kann ich quasi später erläutern, was ich hier tue und kann natürlich, dass die Gestaltung jetzt völlig anders machen, kann sie völlig frei gestalten, kann hier noch einen Text reinmachen, kann auch die Bilder größer machen, aber ich kann das so bearbeiten und habe so beides halt problemlos dann auf einen Monitor und kann damit ein Video erstellen, ein Erklärungsvideo, wo ich mich auch sehe. Mit einer einfachen Möglichkeit, weil in der Regel haben Zoom alle Leute auf dem, Bild,
auf dem Bildschirm, entschuldigt bitte. Und zweitens haben diese Windows-Aufnahmefunktion ist auch bei jedem Windows-Programm mit enthalten. Und schon geht's los. Das vielleicht noch als kleiner Tipp. Also Aufnehmen von sich selber plus dem Bildschirm, um ein Erklärvideo zu machen, ist ganz einfach mit diesem Trick. Wie gesagt, es gibt noch die Möglichkeit, das über OBS zu machen. Sollte es noch andere Möglichkeiten gehen oder hat noch jemand andere Ideen, dann kann er es auch gerne reinschreiben. Wir wollten es aber so einfach wie möglich machen. Deshalb habe ich euch diese Version einfach gezeigt mit Zoom und mit der Windows-Bildschirmaufzeichnung. Und damit, schönen Dank, dass ihr bis jetzt dabei gewesen seid und bis demnächst hier auf dem Kanal.